Hallo und herzlich willkommen bei Euphor & Co. und zu diesem neuen Video. Wir haben heute mal etwas ganz Besonderes und ganz Rares für euch. Und zwar wollen wir euch heute die Rolex GMT Master 2 126-710 BLRO präsentieren, auch genannt die Pepsi. Das Modell gucken wir uns jetzt einfach mal genauer zusammen an. Den Link zu der Uhr findet ihr natürlich wie immer in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, erstmal viel Spaß beim Video. So, vor uns sehen wir jetzt einmal die Verpackung des Modells. Wie man sehen kann, vorne groß abgebildet die bekannte Rolex-Krone. Schauen wir mal rein. Zum einen haben wir hier einmal die Bedienungsanleitung zu dem Modell. Legen wir erstmal beiseite. Wir schauen uns hier die eigentliche Box an. Bekanntermaßen in grün gehalten. Vorne natürlich mit der goldenen Rolex-Krone, wie man es kennt. Jetzt wollen wir uns natürlich einmal den Inhalt anschauen. Das, was jeder sehen will. Und da begrüßt uns schon das wunderschöne Modell. Da kommen wir allerdings gleich erst drauf zu sprechen. Ich zeige uns euch erstmal, was noch hier oben im Deckel ist. Wir haben hier natürlich zum einen die internationalen Garantiebestimmungen und zum anderen die Garantiekarte mit den wunderschönen kleinen Scheckkartenheftchen. Und jetzt schauen wir uns das Modell mal genauer an. So, nun haben wir hier das Modell vor uns. Also wie gesagt, handelt sich hierbei um die Rolex GMT Master 2 126-710 BLRO. Das heißt, wir haben hier die Pepsi-Ausführung, wie man sehen kann, schon mit dem wunderschönen Jubiläband. Das gesamte Modell hier ist aus hochwertigem Edelstahl verbaut. Rolex nennt ihn auch Oyster-Stil. Das Modell hat wie jede GMT Master 2 einen Gehäusedurchmesser von 40 mm. Und das Interessanteste, was man hier natürlich sieht, ist die Lünette. Wir haben hier eine zweifarbige Lünette, einmal in einem Blauton und in Rot. Ähnlich wie die einer Pepsi-Flasche oder der Pepsi-Logos. Die gesamte Lünette ist hier mit einem Keramik-Inlay beschichtet oder versehen. Ist beidseitig drehbar. Hat auch einen sehr angenehmen, zielgerichteten Einrastpunkt, wirklich sehr, sehr angenehm. Geschützt wird das gesamte Zifferblatt hier natürlich durch Safirglas und wie wir sehen können, haben wir das Datum hier auf der 3-Uhr-Position. Dieses ist ebenfalls versehen mit einer Lupe. Das ermöglicht natürlich noch ein besseres Ablesen des Datums. Darüber hinaus sehen wir hier natürlich noch den roten GMT-Zeiger, da kommen wir allerdings gleich noch drauf zu sprechen. Schauen wir uns das Modell erstmal genauer an. Die Krone befindet sich ebenfalls an 3-Uhr-Position und hat die Rolex-Krone darauf graviert. Schauen wir uns nun das Jubiläband mal etwas genauer an. Das ist wirklich ein sehr feingliedriges, sehr angenehm anschmiegsames Band. Wir haben auf der Mitte einmal einen dreireihigen polierten Streifen. Das Ganze mündet in der bekannten Oyster Lock. Das ist wirklich eine absolut perfekte Schließe hier. Zum einen natürlich hier mit dem Sicherheitsbügel. Und dann zum Falten. Wie wir ebenfalls schon sehen können, haben wir natürlich wieder einen verschraubten Boden bei diesem Modell. Schauen wir uns nun einmal ein paar innere Details an. Wir haben hier zum einen das Manufakturkaliber von Rolex mit der Bezeichnung 3285 verbaut. Dieses bietet bis zu 70 Stunden Gangreserve und ist natürlich Chronometer zertifiziert. Das Ganze hat eine Abweichung von maximal plus minus einer Sekunde pro Tag.
Und mal schauen. Das ist wirklich sehr angenehm, wie butterweich sich das Ganze hier bedienen lässt. Krone sei noch gesagt, dass wir das patentierte Triplock-System haben. Das heißt, wir haben hier drei Lichtungen verbaut. Mit Hilfe dieser Lichtungen, zum einen in der Krone, natürlich auch dem verschraubten Gehäuseboden und weiterer Komponenten, ist dieses Modell bis zu 100 Meter wasserdicht. Kann also auch zum Schwimmen mitgenommen werden. Leuchtmasse haben wir bei diesem Modell ebenfalls verbaut. Wie man hier sehen kann, haben wir Superlumino auf den Indizes sowie auf den Zeigern. Und das ermöglicht auch eine perfekte Ablesbarkeit in der Dämmerung oder bei Nacht. So, nun habe ich das Modell auch einmal angelegt. Also ich muss sagen, das Jubiläband, das schmiegt sich wirklich perfekt an den Arm an. Und optisch ist das Ganze natürlich auch ein Hingucker. Ich würde sagen, auffallend und zurückhaltend zugleich. Dann wollen wir auch immer noch die Maße des Modells nehmen. Natürlich ganz vorsichtig, das Ganze ist ja auch noch verklebt. Und da kommen wir auf einen Gehäusedurchmesser von 40,3. Eine Gehäusehöhe, die ich jetzt auf der Lupe messe, von 13,3. Mit einem Hornabstand von 48,1. Dann wollen wir das Modell auch einmal auf die geeichte Goldwaage legen. Und da kommen wir auf ein Gewicht von 142,18 Gramm. So, das war es jetzt auch schon mit unserem Video zu der Rolex GMT Master 2 in der Pepsi-Variante. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch wie immer gefallen. Falls nicht oder wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie doch bitte einfach unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.